schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Heise Show XXL und zum juristischen Teil des heutigen Tages. Ich habe netterweise von der Redaktion, im Auftrag der Redaktion, heute und morgen jeweils einen Slot zu juristischen Themen. Und heute wollen wir uns mit der totalen Überwachung beschäftigen, so sie denn da ist. Aber das werden wir dann sicherlich auch im Laufe des Gespräches herausfinden. Sie sind herzlich eingeladen, jederzeit gerne Zwischenfragen zu stellen, wenn Sie da gerne noch was für uns ergänzen würden. Ich darf Ihnen erst meine beiden Gäste vorstellen. Lena Rohrbach, herzlich willkommen. Hallo. Ist hier in Ihrer Eigenschaft als Referentin der deutschen Sektion von Amnesty International zum Thema Menschenrechte im digitalen Zeitalter. Richtig? Richtig. Sehr schön. Kommt aus Hessen oder hat er Abitur gemacht, hat Philosophie, Kulturwissenschaften, oh mein Gott, das ist ja eine lange Liste, neuere und neueste Geschichte an der Humboldt-Universität studiert. Soweit zum juristischen Slot heute. Ja, gut, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich unterhalte mich als Jurist auch sehr, sehr gerne mit Nicht-Juristen. Also nicht nur, aber auch. Und Nicht-Juristinnen. Und Nicht-Juristinnen und hat sehr viel gearbeitet im sozialen Bereich, beim Naturschutzbund Deutschland und ist eben jetzt hauptberuflich auch, ne? Ja, hauptberuflich bei Amnesty und betreut dort die Menschenrechte im digitalen Zeitalter. Mein zweiter Gast, wahrscheinlich den Heise-Guckern und Lesern nicht völlig unbekannt, ist Dr. Ulf Burmeier. Und ich habe über ihn ein schönes Zitat gefunden, er wäre der Ranga Yogeshwar der Netzpolitik. Hört er nicht so furchtbar gerne. Ist aber was dran, weil ich finde irgendwie, es gibt kaum jemanden im Bereich der Netzpolitik, der so schön Sachen erklären kann und eben auch so verständlich Sachen erklären kann. Und das muss man erstmal schaffen und deswegen freue ich mich immer sehr, dich zu Gast zu haben, weil du ja auch viel für die CT schreibst. Ja. Hintergrund, Ulf ist Richter am Landgericht Berlin, Strafrichter, da auch mit großen Prozessen beschäftigt. Du erzählst gerne von irgendwelchen Rockerprozessen. Nee, Moment, du erzählst ungern von irgendwelchen Rockerprozessen. Im Jahr 2014 ein Jahr in den USA verbracht, hat da ein LLM-Programm gemacht, hat noch promoviert über Thema zur informationellen Selbstbestimmung und ist neben seiner Arbeit noch ganz viel aktiv im Bereich der digitalen Bürgerrechte, kann man glaube ich sagen, sowohl im CCC als auch bei der digitalen Gesellschaft. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und euch beide. Die Frage, mit der wir so ein bisschen, wir kämpfen hier so gegen so ein bisschen Lärm an, aber das ist irgendwie auch normal auf der Messe, da muss man einfach durch. Die Frage, mit der wir gerne anfangen wollten, ist, wenn ich vielleicht erstmal an Ulf stellen darf, in deiner Eigenschaft als Strafrichter hast du ja relativ viel mit staatlichen Formen der Überwachung zu tun. Und wenn wir mal jetzt wirklich von Grund auf, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber von Grund auf anfassen, was gibt es überhaupt für Überwachungsmöglichkeiten? Was können wir uns da vorstellen? Und warum gibt es jetzt noch mehr? Aber fangen wir erstmal mit dem ersten Thema an. Was kann überhaupt alles überwacht werden vom Staat? Ja, im Grunde kann vom Staat so ziemlich alles überwacht werden, was wir tun. Es gibt umfassende Rechtsgrundlagen dafür, nur um so ein paar Beispiele zu nennen. Natürlich können Wohnungen durchsucht werden in einem Strafverfahren. Es können Gegenstände oder Unterlagen beschlagnahmt werden. Oder wenn wir an den Bereich der Telekommunikation denken, es können Telefongespräche abgehört werden oder generell die Kommunikation, also auch Internetverbindungen im Strafverfahren abgehört werden. Und dann gibt es natürlich noch Maßnahmen, die eher beim Provider ansetzen, zum Beispiel Funkzellenabfragen, wo also alle Handys abgefragt werden, die in einer bestimmten Funkzelle eingebucht waren zu einem Zeitpunkt. Oder auch Abfragen beim Provider zu Verbindungsdaten, also wer hat wann mit wem telefoniert. Und das Letzte berührt dann die Frage der Vorratsdatenspeicherung, weil einfach durch diese gesetzliche Regelung in Kürze deutlich mehr Daten bei den Providern gespeichert werden sollen, als das heute noch der Fall ist. Wie ist der aktuelle Stand der Vorratsdatenspeicherung? Es wird, glaube ich, noch nicht gespeichert. Genau, also es wird bislang natürlich das gespeichert, was die Provider ohnehin schon gespeichert haben. Es gab ja eine sehr weitgehende, quasi freiwillige Vorratsdatenspeicherung der Provider schon vorher. Es ist ja nicht so, dass bislang gar nichts gespeichert würde, ganz im Gegenteil. Aber die Speicherverpflichtung ist noch nicht in Kraft. Das Gesetz ist zwar in Kraft, aber die Speicherverpflichtung nicht. Da gibt es Übergangsfristen und die Bundesnetzagentur ist auch noch dabei, bestimmte technische Regelungen zu treffen, wie das im Einzelnen aussehen soll. Okay, das sind die strafrechtlichen Möglichkeiten. Ja. Überwachung, dann geht es ja noch weiter. Ich glaube, Lena, du hattest dich ein bisschen mit dem NSA-Ausschuss auch und den Sachen beschäftigt. Was haben wir da noch an Überwachungsformen?
Ja, ich vermute, dass du ein gerade bunter Strauß, auf die geheimdienstliche Massenüberwachung und die strategischen Überwachungsformen anspielst. Das ist jetzt keine Abfragung. So richtig ist das ja in der breiten Öffentlichkeit erst zu Bewusstsein gelangt 2013 durch die Enthüllung von Edward Snowden, die sich damals primär auf die Five Eyes-Staaten, also den Überwachungsstaatenverbund aus USA, Neuseeland, Australien, UK und, wen habe ich jetzt gerade vergessen? Neuseeland, USA, Australien, England? Genau, ja, bezogen. Nee, UK. Kanada, UK. Kanada, genau, Kanada. Richtig, vielen Dank. Und anfing mit dem Verizon-Skandal, wo aufgedeckt wurde, dass die USA innerhalb, also ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger dort massenhaft Telefon-Metadaten erheben. Kurze Zeit später kam dann PRISM, das große Programm, mit dem die USA direkt bei zum Beispiel Gmail oder Facebook Daten abgreifen. Und dann ging der Fokus ein bisschen rüber nach UK, wo Tempora bekannt wurde, ein sogenanntes Full-Take-Programm, also eines, das quasi den gesamten Datenverkehr versucht abzugreifen und zu analysieren. Und als der NSA-Untersuchungsausschuss, den du gerade angesprochen hast, eingerichtet wurde, was ja eine sehr interessante Situation ist, die wir hier in Deutschland haben, weil wir eine solche Untersuchung gerade in keinem anderen Land haben, wurde der Fokus auch auf den Deutschen Bundesnachrichtendienst gelegt und dessen Verfehlungen und dessen Überwachung. Und ich vermute, da reden wir dann wahrscheinlich im weiteren Gespräch nochmal drüber. Das ist ja gerade ganz interessant, da gibt es ja eine Reform des Bundesnachrichtendienstes und ganz brandaktuelle neue Enthüllungen, die erst 2 Tage alt sind. Ich habe ehrlich gesagt, ich muss gestehen, ich habe sie nicht gelesen, weil ich bis gestern irgendwo in Holland an einem Teich gelegt habe. Was ist enthüllt worden? Kann das jemand von euch mal enthüllen, was da enthüllt wurde? Ja, die Bundesdatenschutzbeauftragte ist ja unter anderem auch für die rechtliche Prüfung der Arbeit der Geheimdienste zuständig. Und sie hat vor einiger Zeit schon einen Untersuchungsbericht nicht veröffentlicht, aber bei der Bundesregierung eingereicht, insbesondere zur Überwachungsstation in Bad Aibling, die der BND vor allem nutzt, um den Internetverkehr und den Telefonverkehr international zu überwachen, also zum Beispiel in dem Satellitenverkehr direkt abgehört wird, aber auch, das ist das Echolon-Programm, in dem direkt Datenkabel angezapft werden beim Internetknotenpunkt D-Kicks in Frankfurt. Und die Prüfung der Bundesdatenschutzbeauftragten zu dieser Abhörstelle in Bad Aibling ist, das kann man glaube ich nicht anders sagen, vernichtend ausgefallen. Es gibt also mehr als ein Dutzend, ich glaube 18 schwerwiegende Beanstandungen von rechtswidrigen Datenverarbeitungsmaßnahmen des BND. Und das ist schon ein extrem krasses Ergebnis. Also normalerweise kommen im ganzen Jahr bei allen Behörden bundesweit etwa so viele Beanstandungen vor, wie jetzt bei einer einzigen Dienststelle, einer einzigen Behörde. Also das ist ein Ausmaß an rechtswidrigem Handeln, wie ich es jedenfalls noch nicht erlebt habe. Der Untersuchungsausschuss hatte ja schon einmal festgestellt, dass der BND rechtswidrig an der vorgegebenen Prüfung durch die Datenschutzbeauftragte vorbei mindestens 2 Datenbanken betrieben hatte. Veras und Inbe heißen die, wo unter anderem auch Daten deutscher Staatsbürger, aber natürlich auch von anderen Staatsbürgerschaften gespeichert sind. Und der geleakte Bericht der Datenschutzbeauftragte hat jetzt ergeben, dass es tatsächlich 8 solcher Datenbanken gibt. Ja. Unter anderem die Datenbank für X-Keyscore, das hat man vielleicht im Zusammenhang mit der Snowden-Affäre schon mal gehört. Und ja, was 8 man Daten mal testen wollte oder so. Ne? Genau, man wollte das mal testen, aber offenbar läuft das so läuft erfolgreich, gut. Dass es eine Datenbank dafür gibt. Und in dieser Datenbank, hat die Datenschutzbeauftragte moniert, ist das Verhältnis zwischen Personen, gegen die es tatsächlich einen Verdacht gibt, warum man sie überwacht, und sozusagen Beifang, wie man das in der Fischerei nennen würde, den kleinen Fischen, die man eigentlich gar nicht wollte, aber mitgefangen hat in der Massenüberwachung, 1:15. Ja, ich glaube, das Stichwort, wen will man eigentlich überwachen, ist schon relativ wichtig, weil es eben doch sehr unterschiedliche Formen oder sehr unterschiedliche Herangehensweisen von Überwachung gibt, aber man kann die grob kategorisieren in 2 verschiedene Gruppen. Es gibt zum einen die Gruppe der gezielten Maßnahmen. Das sind die vor allem im Strafverfahren zum Beispiel vorgenommen werden. Eben gezielte Telefonüberwachung gegen einen bestimmten Verdächtigen, gezielte Durchsuchungen gegenüber einem Verdächtigen. Das heißt, man hat bestimmte Menschen im Blick, gegen die sich ein Verdacht richtet und versucht dann, diesen Verdacht zu erhärten oder gegebenenfalls auch auszuräumen. Und diese Maßnahmen sind per Saldo, muss man sagen, relativ erfolgreich. Natürlich gibt es auch Telefonüberwachungen, bei denen nichts rauskommt. Es gibt ja etwa 25
25.000 im Jahr in Deutschland. Nicht alle führen tatsächlich zu Erkenntnissen, aber da ist das Verhältnis relativ gut. Und dann gibt es aber im Gegensatz zu diesen gezielten Maßnahmen eben auch die ungerichteten Maßnahmen, die eben gerne auch als Massenüberwachung bezeichnet werden, wo zum Beispiel der BND versucht, einfach alle Daten mitzuschneiden, die über ein bestimmtes Kabel laufen. Das heißt, wenn man so will, sind wir da alle verdächtig. Ja, jeder Mensch, der über dieses Kabel kommuniziert, landet zunächst mal in irgendeinem BND-Rechenzentrum. Und das ist, das muss man so deutlich sagen, aber das Ende des Telekommunikationsgeheimnisses. Ne? Also eigentlich haben wir ja die Regel in Artikel 10 unseres Grundgesetzes, dass Fernkommunikation geheim sein soll. Ja, das heißt also, dass man dem anderen nicht gegenübersteht, soll dadurch ausgeglichen werden, dass die Fernkommunikation geschützt ist rechtlich. Und das wird im Grunde aufgehoben, wenn sämtliche Daten über einen bestimmten Leitungsweg oder über einen bestimmten Satelliten mitgeschnitten werden können. Das gleiche Recht findet sich natürlich auch nochmal, um nochmal auf den weltweiten menschenrechtlichen Kontext zu finden, gucken in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, wo das Recht auf Privatsphäre, das auch nochmal im Zivilpakt in Artikel 17 verbindlich ausgestaltet wurde, selbstverständlich auch die private Kommunikation mitschützt. Und zwar aller Menschen weltweit. Wir haben, ich glaube, in einem sehr kurzen Überblick schon festgestellt, dass es irgendwie kaum einen Bereich gibt, der noch nicht so richtig wahnsinnig überwacht wird. Trotzdem sollen als Folge der Terroranschläge ja jetzt noch weitere Sachen verschärft werden. Ein Stichwort hier, was mir besonders, glaube ich, den Magen umdreht, ist zum Beispiel der Bereich Bildschirmerkennung. Also das heißt Live-Video-Überwachung mit Erkennung der Personen, die da rumlaufen. Was ja, glaube ich, ziemlich von der CDU, von diesem Innenministerkreis gefordert wird. Haben wir da eine Entwicklung, die sich immer weiter zuspitzt? Haben wir eine Spirale, die in immer schärfere Überwachung geht? Oder haben wir vielleicht auch die Chance, dass sich das irgendwann mal zurückentwickelt? Weil ich kann mich jetzt nicht an zum Beispiel viele Gesetze erinnern, Überwachungsgesetze in den letzten Jahren, die irgendwie mal zurückgenommen wurden. Ja, ich denke, das Stichwort Evaluation ist da ganz wichtig. Ne? Also der Gesetzgeber ist relativ schnell dabei, bestimmte neue Rechtsgrundlagen zu schaffen für weitere Datensammlungen, für weitere Überwachungsmaßnahmen. Das Problem ist nur, dass in aller Regel hinterher nicht gefragt wird, ob diese Maßnahmen überhaupt irgendeinen messbaren Erfolg gebracht haben. Ne? Und das führt dann dazu, dass sie sehr gerne fortgeschrieben werden. Also es gibt durchaus auch Maßnahmen aus dem sogenannten Otto-Katalogen, also den Überwachungspaketen, die noch auf den ehemaligen Innenminister Schily zurückgehen. Gibt es zum Beispiel Regelungen, dass die nur für einen bestimmten Zeitraum gelten, diese sogenannten Antiterrormaßnahmen. Das Problem ist bloß, dass sie quasi routinemäßig verlängert werden. Ne? Und in den entsprechenden Evaluationsberichten finden sich dann im Grunde beide Seiten wieder. Diese Kommissionen werden dann natürlich von verschiedenen Wissenschaftlern zum Beispiel besetzt, die eine unterschiedliche Haltung haben zu dem Thema. Und dementsprechend ist der letzte Überwachungskontrollbericht, ich glaube aus dem Jahr 2013, auch so aufgebaut, dass es nur sehr wenig Konsens gibt und dann jeweils abweichende Meinungen. Das heißt also, die Evaluation fällt unklar aus und das Ergebnis ist aber dann, dass der Gesetzgeber die Maßnahmen fortschreibt und verlängert. Und ich glaube, letztlich ist es, muss man leider sagen, dass im politischen Raum es einfach an dem Willen fehlt, wirklich genau zu schauen, welche Überwachungsmaßnahmen sind im Grunde Schlangenöl, also welche Überwachungsmaßnahmen sind im Wesentlichen nur politisch relevant, ja, schaffen aber natürlich einen Nachteil für die informationelle Selbstbestimmung und welche Maßnahmen bringen wirklich Erfolge, sodass sie möglicherweise gerechtfertigt sind. Ja. Das ist im Übrigen eine kurze Nachfrage. Fällt dir oder fällt euch beiden irgendein relevantes Sicherheitsgesetz der letzten Jahre ein, was wieder abgeschafft wurde? Oder fällt Ihnen irgendwas ein? Ich kenne keins. Abgeschafft ist das falsche Wort, aber die USA haben in Bezug auf den Schutz ihrer eigenen Bürgerinnen und Bürger geringfügige Verbesserungen vorgenommen nach dem Verizon-Skandal, haben sich damit aber quasi auch auf dieselbe Linie begeben wie viele andere Staaten, wie das auch die neue BND-Reform vorsieht, dass die eigenen Bürgerinnen und Bürger etwas besser geschützt werden, aber die Menschen im Ausland quasi zum Abschuss freigegeben werden. Das war jetzt kein zynisches Zitat von mir, sondern ein Zitat eines BND-Mitarbeiters im Untersuchungsausschuss. Da hat es aber tatsächlich kleine Verbesserungen gegeben bei der NSA, auch dass die Anzahl von Hops, die sie springen darf, zum Beispiel geringfügig reduziert wurde. Das waren ursprünglich drei. Das heißt, wenn die NSA einen Verdächtigen hat, dann kann sie auch dessen Schwester
mit überwachen, mit der dieser Verdächtige kommuniziert hat. Das ist der erste Hop. Und die Schwester hat vielleicht eine Babysitterin, das wäre der zweite Hop. Und die Babysitterin hat wieder einen Anwalt, das wäre der dritte Hop. Und dieser Anwalt hat wirklich nichts mehr zu tun mit dem ursprünglichen Verdächtigen. Und auf die Art und Weise erreicht man sehr schnell die Überwachung sehr großer Bevölkerungsteile. Ja, wie war das? Jeder kennt jeden. Jetzt sind es nur noch zwei, also kleine Verbesserung. Six Degrees, ne? Das ist das mathematisch das Modell. Auf allen. Wahrscheinlich ist es innerhalb von einem Land noch kleiner. Das ist ja, glaube ich, weltweit sogar. Ja, schön. Da haben wir ja was. Und die Frage auch nochmal an dich. Meinst du, das ist eine Spirale des Schreckens? Oder meinst du, das wird mittelfristig möglicherweise wieder mal eine andere Tendenz geben, dass man sagt, okay, wir machen das wieder freier? Weil ich glaube, die Weltsituation wird sich auf absehbare Zeit nicht unbedingt entspannen. Also ich glaube, Ulf hat schon einen guten Punkt genannt mit der Evaluation. Das ist auch eigentlich menschenrechtlich vorgeschrieben, denn in das Recht auf Privatsphäre darf ja prinzipiell eingegriffen werden. Zum Beispiel, wenn es einen gezielten Verdacht gibt, dann muss die Maßnahme aber auch notwendig und verhältnismäßig sein. Und um festzustellen, ob etwas wirklich notwendig und verhältnismäßig ist, muss man auch feststellen, ist es überhaupt erstmal geeignet im ersten Schritt? Bringt das überhaupt was? Und wenn ja, was bringt das und wie steht das im Verhältnis zu den Kosten, die wir haben durch die Überwachung? Und das geht natürlich nur mit Evaluation. Evaluation alleine ist ja irgendwie nicht das Zauberwort, sondern irgendwie unabhängige Evaluation. Weil Evaluation, dann brauche ich nämlich die drei Professoren, von denen ich genau weiß, die finden das total knorke. Mir fällen auch noch drei ein, irgendwie auf Anhieb. Die könnte ich sofort mit dem Gutachten beauftragen. Ja, und dann habe ich eine super Evaluation. Vorratsdatenspeicherung brauchen wir für die nächsten 20 Jahre noch. Das ist völlig, völlig unendlich. Der Vorratsdatenspeicherung haben wir, glaube ich, auch in zwei Jahren Evaluation mit dran oder so. Ne? Ja, das ist ja im parlamentarischen Verfahren hinten noch dran geklebt worden an den Gesetzentwurf. Aber wie du schon sagst, Jörg, nicht? Also Evaluation, da ist irgendwie die große Frage, wer macht es? Ich glaube, das hat letztlich alles zu tun mit einem gewissen gesellschaftlichen Diskurs. Du hast ja eben gerade schon das Stichwort Terrorismus genannt. Es gibt momentan, glaube ich, schon den Effekt, dass Menschen in unserem Land deutlich mehr Angst haben als sonst vor terroristischen Anschlägen, einfach weil es ja in der Tat islamistische Gewalttaten gegeben hat und auch eine ganze Reihe von Gewalttaten von Menschen, die einfach verwirrt waren und dann, wo dann hinterher gesagt wurde, das sei jetzt aber Islamismus gewesen, mehr oder weniger überzeugend. Und das führt einfach zu einer Verunsicherung der Bevölkerung, das ist auf der einen Seite so. Und dann gibt es Politiker, die sagen, wir müssen jetzt einfach noch mehr Überwachungsmaßnahmen schaffen. Ob es da überhaupt irgendeine Form inhaltlicher Verbindung gibt, ja, also ob die Überwachungsmaßnahmen irgendwas dafür bewirkt, dass hinterher weniger Anschläge begangen werden zum Beispiel, das ist die Frage, die da nicht mehr gestellt wird. Das heißt also, die Behauptung, was zu tun gegen zum Beispiel terroristische Gefahren, genügt schon. Es wird nicht mehr die Plausibilität verlangt, schweige denn sowas wie eine rationale, wissenschaftliche Fundierung. Und das finde ich persönlich bedauerlich, denn die Verluste an Freiheit, nicht, die mit Überwachung einhergehen, spürt man ja nicht unmittelbar. Nicht? Aber sie führen eben möglicherweise dazu, dass man sich überwacht fühlt, weniger frei fühlt. Und dabei treten dann diese berühmten Chilling-Effekte ein, die ja auch das Bundesverfassungsgericht schon häufig angesprochen hat. Nicht? Also so eine Art Einschüchterungseffekt durch letztlich nicht mehr zu verstehende, nicht mehr zu begreifende Überwachung. Ja, zu den Chilling-Effekten kommen wir gleich. Siehst du das ähnlich? Du hast gesagt, die Frage wird nicht gestellt. Dann stelle ich die Frage mal. Sind diese Maßnahmen denn tatsächlich hilfreich im Kampf gegen Terrorismus, die wir jetzt gerade einführen? Weil ich höre immer nur, der Attentäter von Frankreich war polizeibekannt. Der Attentäter von Belgien war polizeibekannt. Was brauche ich denn dann noch außer polizeibekannt? Oder ist das zu naiv? Na, es gibt ja durchaus einige Untersuchungen, nicht so viel, wie man sich wünschen würde, die die Effektivität von Massenüberwachungsprogrammen überprüft haben. Das ist ja auch eine interessante Geschichte. Es gibt ja zum Beispiel gar keine unabhängige Auswertung oder ganz wenige zu dem, was Vorratsdatenspeicherung bringt. Entschuldigung. Genau. Also zur Vorratsdatenspeicherung gab es eine Untersuchung, die ja vorgebracht hat, dass es keine verbesserte Aufklärung in diesem Fall gab. Auch nicht, also weder bei wirklich schwerwiegenden Sachen noch bei dem berühmten Enkeltrick, wo man jemanden anruft und so tut, als sei man ein Enkel, um an Geld zu gelangen. Und da hätte man den Eindruck, das wäre doch wirklich was ich wirklich leicht dann vielleicht mit Vorratsdatenspeicherung aufklären ließe. Aber wir haben ja die angenehme Situation. Es gab eine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, sie wurde wieder abgeschafft. Es gab Vorratsdatenspeicherungen in anderen europäischen Ländern. Man kann sowohl innerhalb Deutschlands über die Zeit hinweg als auch innerhalb Europas über die Länder hinweg Vergleiche ziehen. Und da wurde eben festgestellt, dass es nicht zu einer signifikanten besseren Aufklärung kam.
Für die USA gibt es eine Studie der New America Foundation, die sich mal die Behauptung angeschaut hat, die sehr häufig von sowohl Barack Obama als auch offiziellen der Geheimdienste wiederholt wurde, dass weltweit etwa 50 Terroranschläge verhindert worden wären durch die NSA-Aktivitäten. Und die New America Foundation kam zu dem Ergebnis, sie konnten keinen Terroranschlag finden, der tatsächlich verhindert wurde. Mhm. Sie konnten finden, dass bei 1,8% aller Fälle, die terror-related waren, also das kann auch sowas sein wie jemand hat 5.000 Euro an eine Terrororganisation überwiesen, das zur Aufklärung des Falles im Nachhinein geführt hat. Aber 1,8%, da müssen wir uns eben die Verhältnismäßigkeitsfrage stellen. Ja, ich kenne die Ergebnisse, gibt es ja glaube ich aus Österreich eine Untersuchung, dass die Vorratsdatenspeicherung da nicht zu einer Erhöhung der Aufklärungsquoten geführt hat. Im strafrechtlichen Bereich. Also man muss natürlich fairerweise dabei sagen, diese ganzen Untersuchungen, also die letzte von New America bezieht sich explizit auf Terror. Die Untersuchungen, die ich aus Europa kenne, aus Österreich, aber auch aus Deutschland zum Beispiel, gehen im Wesentlichen zurück auf eine Evaluation der EU-Kommission zur Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie, die ja inzwischen gekippt wurde vom EuGH, vom Europäischen Gerichtshof. Und die betreffen vor allem den Bereich der Straftatenaufklärung. Das heißt, das ist ja nicht notwendigerweise dasselbe. Ne? Möglicherweise bringt es nichts für die Aufklärung von Straftaten oder sehr wenig, also das sind jedenfalls die Ergebnisse aus Deutschland, irgendwie Veränderungen im Nachkommabereich, im Prozentbereich, aber möglicherweise bringt es dann ja trotzdem was für die präventive Verhinderung eben von Terroranschlägen. Das wäre theoretisch denkbar, aber dazu fehlt es eben auch an jeder Form von Evaluationen. Weil sich die Terroristen nicht trauen, zu kommunizieren. Ja, und da muss man wiederum sagen, wenn man nach Frankreich schaut, in Frankreich gibt es wesentlich intensivere Überwachungsmaßnahmen noch als bei uns, also beispielsweise eine zweijährige Vorratsdatenspeicherung und wie wir alle gesehen haben, hat es nichts dazu beigetragen, zum Beispiel die Anschläge in Paris zu verhindern, so tragisch das ist. Und Sascha Lobo hat vor einiger Zeit sich mal die Mühe gemacht, die 17 Personen, die namentlich bekannt sind, so ein bisschen zurückzuverfolgen, die an den Anschlägen in Brüssel und in Paris beteiligt waren, sind insgesamt 17 Attentäter gewesen. Und etwa die Hälfte davon stand schon auf irgendwelchen Fahndungslisten, wurden aber einfach nicht festgenommen. Das heißt also, wenn man wirklich sich Gedanken macht über das Thema Terrorismusbekämpfung, glaube ich, dann muss man ein ehrliches Assessment machen, eine ehrliche Untersuchung, wo hakt es denn? Und das eigentliche Problem ist Personal, nicht bei der klassischen Polizei, also nicht bei den Geheimdiensten, sondern bei der ganz klassischen Polizei, die jeden Tag daran arbeiten muss, dass Straftäter dann auch zum Beispiel festgenommen werden können. Und nur das kostet eben Geld. Und das ist aus der Sicht des Bürgers, der sich natürlich auch Gedanken macht um seine persönliche Sicherheit, ist das, finde ich, eine Kritik. Es werden uns Überwachungsmaßnahmen verkauft als Allheilmittel, aber die Dinge, die nachvollziehbar was bringen würden, also zum Beispiel gerade in Berlin eine bessere Ausstattung der Polizei, ja, wenn man sich mal mit den Beamten unterhält, wie die Arbeitssituation ist, ist teilweise schockierend. Das passiert aber nicht, weil dafür angeblich kein Geld da ist, während Überwachungsprogramme angeblich vergleichsweise billig sind. Und wenn Personal eingestellt wird, dann eben vor allem im Bereich der Geheimdienste, wo letztlich niemand so recht weiß, ob das irgendwas bringt. Es gibt ja manchmal auch ganz einfache Dinge, die man tun kann. Wenn wir zum Beispiel an den Bereich Videoüberwachung in Bahnhöfen in Berlin, immer wieder beliebtes Thema, denken. Gute Beleuchtungen auf Straßen und Bahnhöfen haben wirklich nachgewiesenermaßen einen sehr hohen Effekt, wenn es darum geht, Verbrechen an diesen Stellen zu verhindern. Und wenn man in Menschenrechte eingreift, wie das Menschenrecht auf Privatsphäre, dann ist der Staat immer verpflichtet, die Maßnahmen zu wählen, die am wenigsten in die Menschenrechte eingreift. Und bei Beleuchtung sehe ich da keine Schwierigkeiten. Ja. Oder eben Beamte auf der Straße zum Beispiel. Nicht? Also aus deiner Sicht die 15.000 neuen Beamten eine gute Idee? 15.000 neuen Polizisten? Das hängt sehr davon ab, wo man die einstellt. Wie gesagt, wenn es tatsächlich Polizeibeamte sind oder natürlich Beamtinnen, halte ich das Grundsatz für eine sinnvolle Maßnahme. Bevor man über weitere Einschränkungen der Privatsphäre nachdenkt, denke ich, sollte man dafür sorgen, dass die bestehenden Gesetze erstmal sinnvoll umgesetzt werden können. Denn überarbeitete Polizisten können ihren Job einfach nicht gut machen und letztlich werden da dann im Zweifel auch aus Nervosität oder Überarbeitung Bürgerrechte mehr eingeschränkt, als es tatsächlich nötig wäre. Wir haben ja, glaube ich, du hattest von dieser Zahl mit verhinderten amerikanischen Terroranschlägen gesagt. Es hat ja irgendjemand auch mal für Deutschland irgendwie so eine Zahl in die Welt gesetzt. Ich glaube, es war 11. Ja. Ich meine, das war BKA. Irgendwie so in der Größenordnung habe ich auch gehört, von Ihnen, Sie vielleicht zufällig, wer das in die Welt gesetzt hat. Ich meine, es war der BKA-Chef, oder? Aber da hat man auch nie irgendwas von gehört, ne? Man kennt irgendwie diese Weihnachtsmarkt-Geschichte. Ansonsten, ich weiß...
das hat mich sehr getroffen, weil ich originär aus Düsseldorf bin. Da hieß es ja irgendwie, in Düsseldorf stand ein Anschlag unmittelbar bevor. Und dann haben sie sogar erzählt, was sie machen, in welcher U-Bahn-Station sie welche Bomben hochgehen ließen. Und am nächsten, dann haben sie zwei Leute festgenommen, die durften am nächsten Tag wieder gehen. Und es hieß, nee, war totaler Fehlalarm. Und das ist mir jetzt schon zwei oder dreimal aufgefallen, dass es Fälle in die Presse schaffen, die relativ sogar, also 8 Uhr Tagesschau, wo du dann am nächsten Tag wieder hörst, hat sich nicht erhärtet, sind alle freigelassen worden. Das finde ich irgendwie, das ist schon fast Terror. Ja, also ich meine, ich frage mich auch, warum das in die Presse gehen muss. Könnt ihr euch das erklären? Na, dafür müssten wir jetzt, glaube ich, Journalistinnen und Journalisten hier am Tisch haben, die ihre Perspektive vertreten können. Naja gut, ich meine, man kann natürlich sich Gedanken darüber machen, in welchem gesellschaftlichen Klima welche politischen Maßnahmen sich durchsetzen lassen. Und es gibt, das kann man glaube ich schon so deutlich sagen, es gibt natürlich bestimmte politische Interessenvertreter, die durchaus auch davon profitieren, wenn die Menschen in Deutschland sich Sorgen machen. Wenn die Menschen in Deutschland Angst haben, lassen sich bestimmte Maßnahmen einfach besser umsetzen, als wenn die Menschen eben sagen, nein, also wir leben eigentlich in einem sicheren Land. Und insofern, ich will nicht sagen, dass Menschen da, dass da bewusst Ängste geschürt werden, aber wenn das das Ergebnis ist solcher Pressemitteilungen, gibt es natürlich politische Interessengruppen, die davon profitieren. Also es wundert mich manchmal sehr, wenn ich dann höre, irgendwie jemand akut, wenn man an akuten festgestellt, wir sind ganz kurz vor dem Anschlag, aber die betroffenen Personen konnten nicht festgenommen werden, weil gegen sie kein Terrorverdacht bestand. Ja, da stimmt doch irgendwas nicht in der Berichterstattung. Das finde ich immer sehr merkwürdig. Hat irgendjemand von Ihnen Fragen? Keine Fragen. Gut. Nächstes Thema, was ich hier dann noch so ein bisschen anschließe, eigentlich ganz prima anschließe, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, welche Effekte das hat. Ja, also der Stichwort Chilling-Effekt, finde ich, sieht man, liest man relativ wenig drüber. Es gibt so ein paar Artikel, aber insgesamt finde ich ein Thema, was selten in der Öffentlichkeit, seltener in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Ich glaube, du hast dich relativ intensiv damit beschäftigt. Welche Auswirkungen das tatsächlich hat, also jenseits des Fangens von Terroristen, hat es ja nun auch trotzdem mittelbar auf uns Auswirkungen. Ja. Also Chilling Effects, für diejenigen, die davon noch nichts gehört haben, das bezeichnet die Form von Selbstzensur, der sich Menschen selbst unterlegen, wenn sie befürchten, von Überwachung betroffen zu sein. Und angesichts globaler geheimdienstlicher Massenüberwachung ist das ja nun nicht völlig unsinnig, davor Sorge zu haben, und die sich dann zum Beispiel nicht mehr trauen, bestimmte Begriffe am Telefon zu verwenden oder nach HIV-Beratungsstellen zu googeln oder ähnliche Dinge. Da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von guten Studien aus verschiedenen, vor allem westlichen Ländern. Wir haben auch mal selbst eine gemacht und für Deutschland die Frage gestellt, im Wissen um den Snowden-Skandal, haben Sie schon mal etwas nicht gegoogelt, eine E-Mail nicht geschrieben oder einen Begriff nicht am Telefon verwendet? Und ungefähr 20% der Menschen in Deutschland haben gesagt, ja. Das ist ein Fünftel der Bevölkerung, das ist ein Einschnitt in die Meinungs- und Informationsfreiheit, wenn man sich nicht mehr traut, sich bestimmte Informationen zu holen, vielleicht zu bestimmten Orten zu gehen, jedenfalls nicht mit dem Handy in der Tasche, das ja Standortdaten weitergeben könnte. Und diese 20%, die fand ich schon relativ hoch. Ja. Die sind aber nicht überraschend. Also Pan America, das Schriftstellerzentrum, hat dieselbe Frage für die USA gestellt. Die haben fast 30% rausgefunden, haben aber natürlich auch Schriftsteller befragt, von denen man vielleicht nochmal ausgehen kann, dass sie sich besonders mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Es gibt weitere Studien auch aus den USA und aus Norwegen. Meistens pendelt sich das so im Bereich 15-25% ein. Das Schreiben, was Sie vorher geschrieben haben, weil Sie sich irgendwie beobachtet fühlen. Ja, aber auch sich tatsächlich selbst auch anders verhalten im Internet, wenn Sie bereits recherchieren oder so. Das ist ja noch nicht das Schreiben. Auch ganz interessant in diesem Kontext ist der Begriff der Schweigespirale. Das bezeichnet das Phänomen, dass ich mich, wenn ich glaube, dass ich beobachtet werde, vor allem zu den Themen nicht mehr äußere, wo ich glaube, dass ich in der Minderheit bin mit meiner Meinung. Und das ist untersucht worden, indem sie, ich glaube, 250 Leute genommen haben und die sollten ein Facebook-Posting liken und teilen, von dem sie davon ausgehen konnten, damit sind sie vielleicht in der Minderheit mit der Meinung. Und vorher wurden sie entweder nochmal an die NSA-Affäre erinnert oder nicht. Und wenn sie daran nochmal erinnert wurden, dann haben sie sich vor allem nicht getraut, etwas zu tun, wo sie glauben, dass sie mit ihrer Meinung in der Minderheit sein könnten. Das heißt, dass vor allem das, was wir für die Demokratie dringend brauchen, was wir für die Meinungsfreiheit dringend brauchen, dass vor allem Minderheitenmeinungen gefährdet sind. Ja. Wir haben auch
noch krassere Chilling-Effekte auf die Zivilgesellschaft in anderen Ländern. Vielleicht kommen wir später nochmal dazu. Amnesty hat einen Report zu Weißrussland und Chilling-Effekte dort herausgegeben. Kann ich an späterer Stelle nochmal ansprechen. Oder sofort, wie ihr wollt. Ich überlege gerade, was ich anders mache. Oder vielleicht überlegt ihr ja mal mit, was ihr privat anders macht. Also ich weiß, zum Beispiel würde ich, mein Schwiegervater hat eine Krankheit und so, ich würde die wahrscheinlich nicht mit meinem normalen Account googeln. Ja. Ja. Das würde, weil ich zu sehr schon die Befürchtung hätte, dass Google das in den falschen Hals bekommt, zum Beispiel. Ja. Ja? Oder ich würde auch wahrscheinlich nicht bei Amazon eingeloggt nach Büchern darüber suchen. Die würde ich tatsächlich schon im Laden kaufen. Das ist jetzt keine staatliche Form der Überwachung, aber jetzt letztendlich nicht besser, vielleicht sogar noch schlimmer. Ja. Ja, und da gibt es natürlich eine ganze Menge Beispiele. Ich weiß nicht, ob beobachtet ihr das bei euch auch? Auf jeden Fall. Also ich gebe mir schon sehr große Mühe, dass ich einfach generell nicht unverschlüsselt kommuniziere. Nicht? Das fällt für mich einfach unter digitale Selbstverteidigung, dass ich versuche, diesen, was die Amerikaner so schön den Footprint nennen, ne? Also quasi den Datenfußabdruck, den ich hinterlasse in Datenbanken von Geheimdiensten, aber auch von Privatunternehmen, dass ich also versuche, diesen Footprint möglichst klein zu halten, indem ich, soweit es irgendwie geht, verschlüsselt kommuniziere. Und das bedeutet zum Beispiel, keine SMS zu verschicken, sondern Messages von irgendwelchen Messengern. Ja, also das iPhone macht es einem ja leicht. iMessage ist im Prinzip auch Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt also, da kann man schon davon ausgehen, dass jedenfalls im Normalfall, wenn man jetzt also nicht auf der Hitlist eines Geheimdienstes steht, die Nachrichten nicht so ohne weiteres mitgeschnitten werden können. Oder ich vermeide, wenn es irgendwie geht, unverschlüsselte E-Mails. Nun hat leider nicht jeder PGP, aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann findet man schon raus, dass die meisten Menschen das haben und die Menschen so im sozialen Nahraum kann man ja auch dazu bringen, dass man einfach sagt, hey, da gibt es diese Software, installiere die doch mal. Und wenn man so ein bisschen der Nerd ist im Freundeskreis, dann hat man natürlich dann auch schnell so ein bisschen, sagen wir mal, Supportaufwand zu leisten. Das bleibt gar nicht aus. Aber ich finde, das ist so die kleine Investition, die jeder in seinem Umfeld selber bringen kann, wenn er sich eben mit IT auskennt, wenigstens die Leute zu motivieren, sich einen verschlüsselnden Messenger zu installieren und auf ihren Rechnern eben PGP oder GPG. Da hatten wir natürlich als Menschenrechtsorganisation auch immer noch mal besondere Herausforderungen. Also ich stelle mir sehr regelmäßig die Frage, ob es safe ist, eine bestimmte E-Mail jetzt zu schicken. Und während Ulf seinen Freundinnen und Freunden in Deutschland oder anderen noch relativ gut beibringen kann und sich gegebenenfalls daneben setzen, wie man verschlüsselt, können wir das nicht immer obwohl wir entsprechende Programme haben, mit Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidigern in anderen Ländern, wo wir jetzt vielleicht nicht mal eben hinfahren können, die vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit haben, auf eigene Hardware und Software zuzugreifen. Wie kommuniziert ihr denn mit denen zum Beispiel? Sehr unterschiedlich. Also von Face-to-Face-Kontakt, von Menschen, die in die Länder reisen, über natürlich auch Telekommunikation. Und wenn du die Frage, ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten willst, merkst du bei dir persönlich Änderungen an deinem Kommunikationsverhalten? Ja, also Beispiele, die du vorhin genannt hast, würde ich auch. Also bestimmte sensible, sehr private Informationen würde ich nicht so viel Angst vor dem staatlichen haben, wahrscheinlich. Aber vielleicht ist es auch nicht so präsent, aber das ist jetzt eher so eine Gefühlsgeschichte. Na gut, ich meine, wenn wir nochmal zurückkommen auf den Bericht der Bundesdatenschutzbeauftragten. Dass er sich gefühlt. Ja, also, aber ich meine, das ist vielleicht ein Gefühl, dass man, so traurig das ist, jetzt auch wiederum revidieren muss. Nicht? Ja. Also der BND führt jedenfalls auf bestimmten Leitungen genau dieselbe Massenüberwachung durch wie die NSA. Ja. Und leitet die Daten ja auch an die NSA weiter, rechtswidrig, wie die Bundesdatenschutzbeauftragte meint. Und, und da muss man halt sagen, dagegen hilft dann wirklich nur noch Verschlüsselung. Ne? Wobei die NSA sich natürlich auch wiederum große Mühe gibt, möglichst Verschlüsselungsverfahren zu brechen. Aber das ist dann letzten Endes so eine Art Wechselspiel. Und wenn man jedenfalls Standardverfahren einsetzt, dann macht man es wesentlich schwerer und kann dann hoffen, dass man einfach nicht spannend genug ist, um bei so einer Massenüberwachung getroffen zu werden. Klar, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grunde in den Verdacht geriete, eine besonders spannende Zielperson zu sein und man gezielt auf mich irgendwas ansetzen würde, wäre da vermutlich wenig zu retten. Aber durch Verschlüsselungsverfahren kann man sich zumindest dieser Schleppnetzfahndung relativ gut entziehen. Was natürlich bleibt, um das ganz kurz anzufügen, was natürlich bleibt, sind die sogenannten Metadaten. Nicht? Also Verschlüsselung betrifft in aller Regel ja nur die Inhalte der Kommunikation, aber nicht die Frage, wer kommuniziert eigentlich mit wem und vor allem wie offen und wie oft. Das heißt also, die so Beziehungsnetzwerke lassen sich auch bei Einsatz von Verschlüsselungstechnologien relativ gut bilden, wenn man einfach nur zum Beispiel bei E-Mails die Kopfzeileninformationen auswertet. Also Lena zum Beispiel und ich e-mailen aus bestimmten Gründen relativ häufig, und das
dürften Geheimdienste längst raus haben. Ganz langweilige Gründe. Ganz langweilige Gründe. Aber genau, also ja genau, ja genau. Genau, no juicy details hier. Wir sind in verschiedenen Kontexten engagiert beide und da tauschen wir halt relativ viele E-Mails auf und das könnte ein Geheimdienst feststellen, obwohl wir konsequent auf Verschlüsselungsverfahren setzen. Ja, und der Satz, wir töten auf Basis von Metadaten, genau, der steht. Ja. Und wenn man sich die Entwicklung der geheimdienstlichen Gesetzgebung anschaut, stellt man ja auch fest, die setzen schon auch stark auf Metadaten und sie haben auch ein großes Interesse an dem Narrativ, dass Metadaten weniger gefährlich seien als Inhaltsdaten, um ihnen weniger Schutz zuschreiben zu können. Da. Ja. Also das Schöne an Metadaten aus Sicht von Geheimdiensten ist, dass man sie so wunderbar automatisiert auswerten kann. Nicht? Also man kann natürlich zum Beispiel E-Mails, wenn sie nicht verschlüsselt sind, auch nach Stichworten durchsuchen. Das kann man möglicherweise auch statistisch auswerten. Aber das ist alles relativ komplex und da braucht man noch relativ viel Menschen, die dann letzten Endes einschätzen, was bedeutet das. Während es bei Metadaten relativ einfach ist, einfach zu zählen, wer kommuniziert, wie oft, mit wem. Ja. Das können Computer wunderbar, das hat der CCC schon im Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht zur ersten Vorratsdatenspeicherung mal sehr schön deutlich gemacht, was man mit ganz wenig Vorratsdaten eigentlich so alles rausfinden kann. Die hatten so einen Datensatz mal verwendet und dann visualisiert und dann sah man eben sehr schön, wer da mit wem wie eng zusammen ist, aber einfach nur aufgrund von Telefon-Metadaten. Gruselig. Und wir hatten vorhin mal kurz über die Chilling-Effekte gesprochen. Nun sind wir ja wahrscheinlich noch im Vergleich, sagen wir mal, mit, was hattest du, Weißrussland und Nordkorea, geht es uns ja wahrscheinlich sogar noch relativ gut. Wie hart kann es denn noch werden? Oder wie hart sind, wie weit ist es auch bei uns noch steigerbar, bis wir die Situation wie in Nordkorea oder in Weißrussland erreichen? Also ich rechne nicht damit, dass wir die Situation je erreichen. Amnesty hat in diesem Jahr 2 Reporte herausgegeben, wo wir uns Überwachungsmaßnahmen in anderen Ländern mal genauer angeschaut haben. Das eine war Weißrussland, Belarus, ein Land, das relativ autoritär regiert wird und in dem es Probleme mit verschiedenen Menschenrechten gibt. Es hat noch immer die Todesstrafe, es gibt willkürliche Inhaftierungen, es gibt große Einschnitte in der Meinungsfreiheit und der Freiheit, sich zusammenzuschließen, zu demonstrieren, zu vereinen, zusammenzuschließen. Und es gibt SORM. Und SORM, also so wie Storm ohne T, ist das staatliche Überwachungsprogramm. Alle Anbieter von Telekommunikation, die in Belarus tätig werden wollen, das ist zum Beispiel die Telekom Austria, sind verpflichtet, staatliche Hintertüren zu installieren, sodass der Staat direkten Zugriff in Echtzeit auf die gesamte Kommunikation hat. Davon gibt es dann eine Vorratsdatenspeicherung für 5 Jahre. Also eine Inhaltsvorratsdatenspeicherung? Sowohl als auch. Ja. Es wird einfach, ja, genau. Jetzt weiß ich nicht, wie erfolgreich sie darin sind, tatsächlich für 5 Jahre die Inhalte tatsächlich zu speichern, aber möglich wäre das schon, wobei das Gesetz, das Überwachung reguliert, so vage formuliert ist, dass man auch schwer weiß, was ganz genau erlaubt ist, was de facto genau gemacht wird und wann man gefährdet ist. Und für die Zivilgesellschaft, für NGOs und Aktivistinnen und Aktivisten oder Oppositionelle in Weißrussland ist das natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Bei den Wahlen kam es 2010 dazu, dass Oppositionelle inhaftiert wurden aufgrund von Daten, die man aus Überwachung gewonnen hatte. Seitdem sind gerechtfertigterweise alle in einer gewissen Hab-Acht-Stellung, auch wenn es sich in letzter Zeit wieder ein bisschen im Rahmen der Annäherung an den Rest Europas gelockert hat. Und die Aktivistinnen und Aktivisten haben Amnesty erzählt, dass sie sich zum Beispiel treffen, um Treffen auszumachen. Also Sie können etwas nicht per E-Mail besprechen, Sie können aber auch nicht sagen, wir treffen uns da und da, weil dann steht möglicherweise der KGB, dort immer noch der Name des Geheimdienstes, vor der Tür, denn er weiß ja, wo Sie sich jetzt treffen, um etwas auszumachen. Also Sie treffen sich, um ein weiteres Treffen auszumachen, das dann ohne Handys stattfindet, von denen Sie sagen, es ist wie ein Spion in der Westentasche, die Sie zu Hause gelassen haben, möglichst in verlassenen Gebäuden, die vielleicht nicht verwanzt sind. Da hat man eine Idee, wie es ist, zum Beispiel Demokratie- oder LGBTI-Aktivist in Weißrussland zu sein. Und einer der Aktivisten hat gesagt, ich habe nichts zu verbergen, aber manchmal weiß ich nicht, was ich verbergen muss. Und dieser Aktivist war ein schwuler Aktivist, ein studentischer Aktivist, der sich für mehr Studentinnenrechte eingesetzt hatte und eigentlich dachte, die haben ja, was sollen sie dann über mich haben? Aber was sie dann hatten, war seine sexuelle Orientierung. Und nachdem er den Behörden gesagt hatte, ist okay, ich gehe offen damit um, ihr könnt damit rausgehen, ich trage dieses Risiko, sind sie mit den Informationen einfach zum Arbeitgeber seines Bruders gegangen und der war sehr viel konservativer.
Und da sieht man, auch wenn man glaubt, man hat nichts zu verbergen, man weiß manchmal nicht, was man vielleicht zu verbergen hat im entsprechenden Kontext. Ein anderes großes Problem für die Aktivistinnen und Aktivisten dort ist, dass mit vorgeschobenen Gründen ihre IT-Technik konfisziert wird und dann kommt sie zurück. Und dann weiß man natürlich nicht, wenn man jetzt nicht irgendwie die entsprechenden Kontakte hat, kann ich mit der überhaupt noch arbeiten. Auf der anderen Seite hat man meistens nicht das Geld, sich was Neues zu kaufen. Das heißt, sie arbeiten dann mit dieser sicher vermutlich Verwandten, das ist zumindest ihre Befürchtung, IT-Technik weiter, weil sie keine Alternative sehen. Wie könnt ihr oder welche Projekte habt ihr als Amnesty, um solche Sachen zu unterstützen? Zum einen gibt es natürlich immer wieder Gespräche, also in diesem Fall Gespräche mit den Behörden und der Regierung Weißrusslands, soweit sie einen vorlassen, sowie den Unternehmen. Denn es gibt UN-Richtlinien für Unternehmen. Auch Unternehmen müssen sich, unabhängig davon, ob der Staat daran ein eigenes Interesse zeigt, an Menschenrechte halten. Und in diesem Fall, die Telekom Austria zum Beispiel, hat sich dann sehr gesprächsbereit gezeigt. Ja, ansonsten gibt es durchaus auch Programme, Menschenrechtsverteidigern und Menschenrechtsverteidigern verschlüsselte Kommunikation beizubringen. Genau. Und in der Vergangenheit hat Amnesty mitgewirkt an Detect. Das war ein Programm, mit dem Spionagesoftware auf der eigenen IT entdeckt werden konnte. Natürlich nur eine gewisse Zeit, weil dann rüsten die Hersteller von Spionagesoftware ja nach. Aber immerhin, ne? Und dann, wo du das gerade sagtest, so Menschenrechts-Compliance ist allerdings auch ein Thema, das so ganz langsam auch in der Wirtschaft ankommt. Du hast gerade Telekom Austria angesprochen. In Berlin gibt es seit kurzem sogar eine quasi spezialisierte Unternehmensberatung, die quasi Menschenrechts-Consulting anbietet. Das heißt also, als Unternehmen kann man sich an diese Firma wenden und sagen, wir möchten gerne, dass wir menschenrechtlich gleichsam auf der sicheren Seite sind und bekommt dann eben so eine Art Evaluation des eigenen Geschäftsbetriebs. Und das, finde ich, ist ein Zeichen, dass es genau in die richtige Richtung geht und Menschenrechte sind eben nicht nur Freiheit von Verhaftung, sondern auch Freiheit im digitalen Bereich, ne? Freiheit von Überwachung, denn Profile anzulegen von Menschen und auf diese Art und Weise zum Beispiel abweichende Meinungen zu erkennen, sind eben häufig nur der erste Schritt für gravierendere Maßnahmen, Zersetzungsmaßnahmen oder auch offene Maßnahmen wie zum Beispiel Inhaftierung. Ich kann es insofern beobachtungsmäßig bestätigen, als dass man inzwischen ganz oft im Unternehmen solche durchaus viral wirkenden Vertragsannexe mitgeschickt bekommt, wo drin steht, man müsse sich den Menschenrechten verpflichten und man müsse alle seine Subunternehmer auch den Menschenrechten verpflichten, was irgendwie für den Vertragsjuristen, der damit beschäftigt hat, ziemlich aufwendig ist. Ja, Aber durchaus, glaube ich, so wie das so in Richtung im Compliance-Bereich ja auch ist, so ein bisschen auch ein globales Umdenken auch vielleicht zeigt. Ja, was brauchen wir, was muss sich ändern? Was muss verändert werden? Also ich meine, wo geht es hin? Ja, also die Frage ist, sind wir auf einer Straße ohne Wiederkehr zu immer mehr Überwachung? Was müssen wir tun? Geht schon jetzt in Richtung Schlusswort. Was müssen wir tun? Was können wir tun? Was kann der Einzelne tun? Wir hatten vorhin das Stichwort digitale Selbstverteidigung. Müssen wir das hinnehmen wie Dilemma oder was können wir tun, um das Schicksal abzuwenden? Na gut, ich meine, in Deutschland leben wir ja glücklicherweise in der Demokratie. Das heißt, wir entscheiden über insbesondere die Bundestagswahlen ja durchaus mit, welchen Stellenwert die Privatsphäre einnimmt. In Zeiten der Großen Koalition muss man sagen, ist man nicht immer hundertprozentig überzeugt, dass Privatsphäre oder Freiheit von Überwachung eine Top-Priorität ist. Wenn ich mir zum Beispiel die BND-Reform anschaue, die in der Pipeline ist, dann sieht mir das nicht so aus, als wenn da tatsächlich die Arbeit des Dienstes zurückgedrängt werden soll. Ja. Oder wenn ich mir anschaue, dass da investiert werden soll. Das heißt also, derzeit scheint es so zu sein, dass jedenfalls die beiden Volksparteien in Deutschland noch nicht besonders aktiv werden in Richtung weniger Überwachung. Mal ganz vorsichtig formuliert, vielleicht eher in Richtung mehr Überwachung. Aber das kann ja sich auch mal ändern bei einer Bundestagswahl. Denn es gibt ja auch durchaus Parteien, die Dinge so ein bisschen anders sehen. Das wäre, denke ich, eine Maßnahme. Und das andere ist eben die Frage, was kann ich für mich selber tun? Und da, glaube ich, lohnt es sich schon, sich ein bisschen Mühe zu geben, dass man insbesondere eben Verschlüsselungsverfahren einsetzt, wenn das geht, versucht eben nicht mehr offen zu kommunizieren. Aber klar, man stößt da an Grenzen und letztlich ist es eine Frage, dass wir da, glaube ich, national, aber auch global ein Umdenken brauchen, dass jedenfalls die Massenüberwachung gescheitert ist. Wir werden immer gezielte Überwachung von Personen brauchen, die im Verdacht einer Straftat stehen. Moment, kann ich noch mal einhaken? Die Massenüberwachung ist gescheitert?
Also jedenfalls, bis zu dieser Einsicht müssen wir kommen. Ach so, bis zur Einsicht, okay. Bis zu dieser Einsicht müssen wir kommen. Ich glaube noch nicht so viele im Moment. Nee, also ich glaube schon, ich glaube, dass sie quasi menschenrechtlich unhaltbar ist, aber ich glaube auch, dass sie quasi von den Auswirkungen her einfach nichts bringen. Das, denke ich, sieht man schon. Das ist im Gegenteil, ist sie sogar gefährlich, weil sie ablenkt von Maßnahmen, die tatsächlich etwas bringen könnten, wie beispielsweise besseres und mehr Personal bei bestimmten Behörden. Insofern, aber das ist natürlich ein Umdenken, das global einsetzen muss. Der Snowden-Skandal hat deutlich gemacht, was alles passiert. Und obwohl so viel passiert und sicher seit 2013 auch nicht weniger passiert, muss man sagen, sind die Ergebnisse doch extrem gering. Aber die Einschränkungen für unsere Privatsphäre sind enorm. Und das ist aber eine Erkenntnis, für die muss man werben. Ich glaube, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Aber meine Hoffnung ist, dass sich das irgendwann auch im politischen Prozess durchsetzt. Wirb mal drei Mindestmaßnahmen, die jeder ergreifen kann. Jeder sollte sich ein System installieren, dass er seine E-Mails verschlüsseln kann. Das ist ganz einfach, gibt es für alle verbreiteten Betriebssysteme auch inzwischen sehr gut handhabbare Lösungen und dann auch im Bekanntenkreis dafür werben, dass man die verwendet. Man sollte keine SMS mehr verschicken, möglichst. Und was könnte man noch tun? Und sich gut überlegen, welche Cloud-Dienste man tatsächlich nutzt. Es gibt da inzwischen auch eine ganze Reihe von Alternativen, zum Beispiel zu Dropbox oder dem Google Drive. Man kann zum Beispiel auf OwnCloud setzen oder bestimmte Forks, da gibt es also noch andere Technologien, dass man die Daten eben auf dem eigenen System lagert und damit nicht mehr in der Cloud. Das sind so relativ überschaubare Maßnahmen. Es gibt alles auch als Software as a Service, da muss man also kein Admin sein, das kann man buchen. Und das wären, denke ich, erste Schritte hin, um den eigenen Footprint zu verkleinern. Na, das kann ich nur unterschreiben. Und abgesehen davon, dass man sich selbst damit besser schützt, dass man menschenrechtswidrige Massenüberwachung unattraktiver macht, erzeugt man auch so eine Art Hintergrundrauschen für Personen, die wirklich sehr stark darauf angewiesen sind, zum Beispiel Menschenrechtsaktivisten und Oppositionelle in anderen Ländern, Verschlüsse zu kommunizieren oder zum Beispiel einen Tor-Browser zu benutzen. Wenn man das auch tut, dann macht man diese Personen gegenüber den dortigen Regierungen etwas weniger verdächtig, weil man ein breiteres Hintergrundrauschen an verschlüsselter Kommunikation erzeugt. Das ist also auch noch eine gute Tat. Wenn ich einen Blog Schleichwerbung hier einspielen darf, an alle, die gerade am Rechner sitzen zur BND-Reform, die wir heute kurz angesprochen hatten, die das wesentliche Problem hat, dass sie im Grunde Vergehen der Vergangenheit legalisiert und durch eine sehr vage, gummiparagraphenartige Formulierung letztlich zu Missbrauch und Massenüberwachung einlädt und nicht zuletzt auch eine Dreiklassengesellschaft schafft, was das Menschenrecht auf Privatsphäre angeht. Da kann man jetzt auch gerade gegen unterschreiben auf www.amnesty.de. Und dann auf der Homepage ist es gerade der erste Artikel. Wir haben die gestern erst gestartet und werden die Petition dann an Kauder und Oppermann, also die Fraktionschefs der Koalitionsfraktionen, die den Gesetzesentwurf ja eingebracht haben, hoffentlich übergeben, wenn wir den Termin kriegen. Und die Petition ist genau für oder gegen was? Die BND-Reform. In der derzeitigen Gestalt. In der derzeitigen Gestalt. Also, dass der BND eine klarere gesetzliche Grundlage braucht, das steht, glaube ich, außer Frage. Ja. Nur die Kritikpunkte, die ich gerade angesprochen hatte am jetzigen Gesetzesentwurf, die sollten korrigiert werden. Ja, und wo wir gerade beim Werbeblock sind, natürlich, denke ich, ist es gerade im Bereich digitale Überwachung, digitale Freiheitsrechte auch wichtig, dass wir in Deutschland eine NGO-Szene haben, also eine Szene von Organisationen, die gezielt hinterfragt, was zum Beispiel die Große Koalition gerade tut oder auch die nächste Bundesregierung tun wird. Und da kann man denken an Organisationen natürlich wie Amnesty oder sonst netzpolitik.org, die als Blogger, glaube ich, da schreibe ich auch selber gelegentlich, aber pro bono, also ich habe da keine finanziellen Interessen, aber ich glaube, dass sie einen sehr wesentlichen Anteil an dem Diskurs haben in Deutschland. Also einen sehr wichtigen Beitrag leisten, dass wir wenigstens erfahren, was so schief geht. Oder die digitale Gesellschaft ist auch eine NGO, an die man denken kann, bin ich auch Mitglied. Insofern Full Disclosure. Aber ich denke, dass diese beiden Organisationen eine sehr gute Arbeit machen, neben Amnesty natürlich. Und wer sie unterstützen kann, wer die Mittel hat, der sollte das, denke ich, tun. Vielen Dank. Engagiert euch zu Hause. Macht was verschlüsselt. Lasst es nicht mit euch geschehen. So ein bisschen so formulieren. Haben Sie noch Fragen? Haben Sie Anmerkungen? Noch irgendwas? Dann, es ist sehr, sehr, sehr warm hier. Es ist wahnsinnig warm hier. Und es ist ein heißes Thema. Aber vielen Dank für die Einladung. Thema. Ja, sehr vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Und vielen Dank fürs Zuschauen hier und an den heimischen Empfängern. Und noch einen schönen Tag. Vielen Dank.